Und über die FPÖ wollen wir jetzt mit Ihrem neuen Obmann Norbert Hofer in unserem Landesstudio in Klagenfurt sprechen. Guten Abend, Herr Hofer. Guten Abend. Herr Hofer, jetzt sind Sie seit knapp 7 Wochen der neue FPÖ-Obmann. Daher rückblickend, wie sehr haben denn die Aussagen von Ihrem Vorgänger Heinz-Christian Strache auf diesem besagten Ibiza-Video, also Parteispenden gegen Staatsaufträge oder die Krone-Übernahme, der Partei geschadet? Nun, dass das ein großer Schaden war, das ist überhaupt keine Frage. Und das heißt, ich natürlich die Aufgabe habe, diese Partei wieder in ruhige Gewässer zu führen und dann auch in den Wahlkampf zu führen. Das ist eine große Aufgabe und ich hoffe, dass es mir gelingt, auch zu überzeugen, diesen Wahlkampf, dass es wichtig ist, uns weiterhin zu unterstützen. Sie sagen, der Schaden war groß. Demzufolge müssten Sie laut Ihrem eigenen Parteistatut, da steht es schwarz auf weiß, verhalten, dass das Ansehen der Partei schädigt. Das wäre ein klarer Ausschlussgrund. Also Sie müssten eigentlich Herrn Strache ausschließen. Warum greifen Sie da nicht härter durch? Weil man letztendlich auch erkennen muss, dass das, was er im Video gesagt hat, alles nicht stattgefunden hat. Und das ist das Wesentliche für mich. Ich war ja unmittelbar und direkt betroffen, auch wenn es um Staatsaufträge geht. In meinem Ministerium waren ja die größten Aufträge abzuwickeln. Und Strache hat mir nie darüber gesprochen, dass ich irgendeinen Bauunternehmer, auch wenn er ein Spender ist, einer anderen Partei, von Aufträgen ausschließen sollte. Also Aussagen, die aber nie stattgefunden haben in der Realität. Aber macht es das dann besser? Das ist schon ein großer Unterschied, denn ich habe den Eindruck, dass es Parteien geben könnte, wo man vielleicht was Spenden anbelangt oder andere Vorgänge vielleicht anders vorgeht. Alles das, was Strache wieder gesagt hat, hat bei der FPÖ nicht stattgefunden. Aber gibt es auch noch einen anderen Grund? Denn Sie haben im Falter gesagt, warum Sie den Herrn Strache nämlich nicht ausschließen, ist, die FPÖ wird es kurzum zerreißen. Gut, zunächst bin ich sehr dankbar, dass es Ermittlungen gibt, weil ja dann hoffentlich am Ende des Tages klar sein wird, welche Parteien haben Vorgänge gesetzt, die vielleicht auch rechtlich nicht in Ordnung sind. Und ich habe auch im Falter gesagt, weil Sie das ansprechen, dass natürlich ich keiner bin, der mit dem Bierhändler durchs Leben geht und die Lebensleistung eines Menschen nicht sieht. Also ich bin schon jemand, der versucht, auch immer den Menschen auch zu sehen. Und da habe ich mich entschlossen, auch diesen Weg, den Sie vorher angesprochen haben, nicht zu gehen. Jetzt wundern sich dennoch einige, was unter Ihnen als Obmann alles so möglich ist, denn der Herr Strache verspricht ein Comeback. Sie selbst sagen, Sie können nicht ausschließen, ob er schon nächstes Jahr bei der Wienwahl antritt. Ist daher auch denkbar, dass er in der Partei dann wieder eine führende Rolle übernimmt? Nein, das hat er auch selbst ausgeschlossen, dass für ihn die Frage der Bundespolitik für alle Zukunft keine Rolle mehr spielen wird. Wir haben das in einem persönlichen Gespräch auch sehr intensiv erörtert. Also diese bundespolitische Ebene, da hat er kein Interesse mehr. Und was alles andere anbelangt, ob er in Wien antreten wird oder nicht, ich habe in der Politik gelernt, dass man die Entscheidungen dann treffen soll, wenn sie anstehen, wenn sie aktuell sind. Und die Wien-Wahl, man wird dann sehen, wenn es soweit ist, gibt es einen Ermittlungsstand beim Ibiza-Video, sind die Hintermänner oder auch Hinterfrauen bekannt und welches Motiv gab es überhaupt dahinter? Und das wird man sehen und dann wird eine Entscheidung zu treffen sein, aber zum richtigen Zeitpunkt. Dann lassen Sie uns, Herr Hofer, über aktuelle Entscheidungen treffen, nämlich die Lehren aus diesen Ibiza-Aussagen zur Parteienfinanzierung. Die sind auf gesetzlicher Ebene, sind sich alle Experten einig, sehr dürftig. Wie erklären Sie denn, dass ein Kleinunternehmer, dass für den nach wie vor strengere Regeln, Kontrollen und Sanktionen gelten als für Parteien, die aber üppig mit Steuergeldern gefördert werden? Als wir das Parteiengesetz zuletzt beschlossen hatten, das war 2012 mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und den Grünen, hieß es damals von der ÖVP noch, das wäre das beste Parteiengesetz mit der besten Transparenz in Gesamteuropa. Es hat sich gezeigt, das ist nicht der Fall. Wir gingen einen Schritt weiter. Wir haben jetzt Großspenden untersagt. Es gibt mehr Transparenz. Ab 2500 Euro bereits muss man Spenden bekannt geben, nicht erst ab 51.000 Euro. Das heißt, wesentlich besser als das, was wir davor hatten. Aber ich habe auch gesagt im Parlament, es wird Parteien geben, die Umgehungsmöglichkeiten suchen. Und wir müssen dann immer auch versuchen, diese Schlupflöcher zu stopfen, damit das Gesetz auch immer besser wird. Wir haben gesehen, wenige Tage nach dem Beschluss, eigentlich davor, wurden bereits Großspenden an eine Partei überwiesen. Jetzt wird versucht, mit unterstützenden Mitgliedern auch an mehr Geld zu kommen. Und auch diese Dinge muss man aber Schritt für Schritt schließen, damit wir am Ende des Tages ein wirklich schlüssiges Parteiengesetz haben, wo es diese Umgehungsmöglichkeiten auch nicht mehr gibt. Aber ein Vorteil ist da. Wir haben sichergestellt,
das in Zukunft gemeldet werden muss. Auch diese unterstützenden Mitglieder, die mehr als 7.500 Euro spenden, die müssen bekannt gegeben werden und damit kann sich auch die Öffentlichkeit ein Bild machen. All diese strengeren Regeln hätten Sie ja schon vor ein paar Tagen beschließen können. Deswegen am ersten Tag heute, eben dem Tag, an dem dieses Gesetz in Kraft tritt, sagt der Herr die SPÖ, ja, denken wir und beziehungsweise ein Waisenrat über strengere Kontrollen nach. Ist das für Sie etwas, wo Sie sagen, da könnten wir vielleicht in Zukunft mitgehen? Soll strengere Kontrollrechte geben, die der Rechnungshof ja nach wie vor nicht hat? Weil Sie sagen, hätten wir auch vor ein paar Tagen beschließen können. Ich habe gesagt im Parlament, es wird Parteien geben, die alles tun werden, um Umgehungsmöglichkeiten zu finden. Und wenn es diese Parteien gibt und sie auch zeigen, was sie versuchen, an neuen Möglichkeiten zu finden, dann muss man diese Schlupflöcher finden. Das wollen wir auch, dass wir noch einen Schritt weitergehen. Gut, solche Umgehungsmöglichkeiten hat ja der Herr Strache im Video angesprochen und tatsächlich gab es FPÖ-nahe Vereine. In Summe soll eine 500.000 gespendet worden sein. Jetzt will die Korruptionsstaatsanwaltschaft ganz genau wissen, von wem sind die Spenden. Daher die Frage gleich direkt an Sie, von wem sind sie? Also ich begrüße sehr, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt, übrigens auch gegen ÖVP und SPÖ. Wir Freiheitliche begrüßen das. Ich habe mir gleich nach meinem Antritt als neuer Bundesparteiobmann der FPÖ die Spendenlisten an die FPÖ zeigen lassen. Und hier gibt es keine Großspenden, und zwar rückwirkend in den letzten 3 Jahren. Es gab 2 Spenden, das war der maximale Betrag von jeweils 10.000 Euro und mehr nicht. Und ich gehe davon aus, dass bei anderen Parteien die Wirklichkeit etwas anders aussehen wird. Zur Richtigstellung, die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt nicht gegen SPÖ und ÖVP, sondern parteinahe Vereine. Aber warum können oder wollen Sie uns nicht die Namen nennen und genau vorlegen und offenlegen, das haben andere Parteien schon getan, woher kamen die 4 Millionen Euro 2017? Denn die FPÖ hat auch diese Wahlkampfkostenobergrenze überschritten, nämlich um fast 4 Millionen. Wir haben, ja, aber ich darf schon festlegen, dass es keine Spenden oder Zuwendungen gab von irgendwelchen Vereinen an die FPÖ, sondern wir sind eine Partei, die einen sehr, sehr kleinen Apparat hat. Das liegt daran, dass wir erst in der letzten Zeit, in den letzten Jahrzehnten stärker geworden sind. Parteien, die schon früher Großparteien waren, haben einen viel, viel größeren Apparat, einen höheren Personalaufwand. Das heißt, bei uns ist einfach auch, sind die Mittel auch da, um Kampagnen zu führen, um Wahlkämpfe zu führen und nicht um einen sehr aufgeblähten Personalapparat auch zu finanzieren. Das ist eigentlich der große Unterschied, warum es uns möglich ist, auch mit geringeren Mitteln auch einen vernünftigen Wahlkampf zu führen. Wobei ich auch sage, unter meiner Obmannschaft wird die Wahlkampfkosten Obergrenze keinesfalls überschritten werden. Das ist mir ganz wichtig. Herr Hofer, lassen Sie uns zum Wahlkampf kommen. Da fordern Sie als FPÖ, ob man konkrete Maßnahmen, nämlich Klimamaßnahmen, die hätten Sie als Verkehrsminister umsetzen können. Und das auffällige Interessante ist, erst jüngst haben Sie im News gesagt, Sie wollen die Mineralölsteuer künftig stärker in den Mittelpunkt rücken. Bedeutet das auch eine Erhöhung? Zum Beispiel, wenn wir den Diesel hernehmen, den Benzin. Das heißt für mich, dass es immer eine Diskussion gibt, warum gibt es keine CO2-Steuer in Österreich. Es wird völlig ausgeblendet, dass ja die MÖST eine CO2-Steuer ist und das müssen wir betonen. Die Autofahrer und Autofahrerinnen zahlen rund 4 Milliarden Euro an Mineralölsteuer und das wird völlig unter den Tisch gekehrt. Also wenn wir über CO2-Steuer sprechen, dann darf man nicht vergessen, dass wir bereits in Österreich eine CO2-Steuer haben. Ja, aber die Frage ist, was wollen Sie eben mit der Mineralölsteuer machen, wenn Sie sie in den Mittelpunkt drücken? Wollen Sie sie senken, dann wäre es eben klimaschädlich oder wollen Sie sie erhöhen? Wir müssen da irrsinnig aufpassen. Sie müssen wissen, dass wir über 1 Million Fahrzeuge haben in Österreich, die einen Wert von unter 5.000 Euro haben, dass das Durchschnittsalter von Fahrzeugen mittlerweile bei fast 10 Jahren in Österreich liegt, weil das Autofahren bei uns bereits so teuer ist. Ich warne davor, hier noch weitere und zusätzliche Belastungen zu schaffen, sondern wir müssen darauf schauen, dass wir Anreize schaffen, um auf saubere, umweltfreundliche Mobilität umzusteigen. Deswegen haben wir auch im Bereich des öffentlichen Verkehrs bei der Schiene 13,9 Milliarden Euro für die Schiene vorgesehen, für die Schieneninfrastruktur, 700 Millionen an Zuschüssen für den Personenverkehr jährlich, 100 Millionen Euro für den Güterverkehr jährlich und auch die Nahverkehrsmilliarde. Also unser Weg ist schon, zu unterstützen, zu fördern und nicht zu bestrafen. Also zusammenfassend Anreizen statt Strafen oder Verbote nach wie vor.
Das ist unser Weg. Okay. Ihr Ziel ist ja auch, Vizekanzler zu werden unter Sebastian Kurz. Und da war ein zentraler Punkt in der Regierung, dass in der Gastronomie wieder geraucht werden darf. Das wurde jetzt von den anderen Parteien mit 1. oder ab 1. November, muss man sagen, verboten. Wenn Sie wieder in eine Regierung kommen, ist das etwas, an das Sie sich gebunden fühlen, dieses Rauchverbot, oder würden Sie daran rütteln? Also ich muss sagen, dass ich nicht das, keine persönlichen Ziele verfolge. Ich hätte ja schon auch Vizekanzler werden können, wenn ich gewisse Maßnahmen gesetzt hätte, die man von mir verlangt haben. Mir geht es darum, welche Regierung haben wir nach dieser Wahl? Also eine Regierung, eine Koalition, die sehr beliebt war in Österreich, die würde ich gerne fortsetzen. Als oder Vizekanzler? Ja, natürlich, ich bin Parteiobmann, dann wäre das wohl der Fall. Nur das ist nicht der Grund, warum ich das will. Ich will es deswegen, weil es eine wirklich gute und beliebte Koalition war. Oder gibt es eine andere Koalition zwischen ÖVP und den Grünen oder ÖVP und den NEOS? Das wäre eine völlig andere Bundesregierung. Und diese Variante, nämlich ÖVP-Grüne oder ÖVP-NEOS, wäre nur dann möglich, wenn die FPÖ bei dieser Wahl nicht gut abschneidet. Und deswegen möchte ich gut abschneiden, damit ein Fortsetzen dieses sehr erfolgreichen und guten Weges auch möglich sein wird. Gut, das war jetzt ein Wahlaufruf. Daher zurück zur Frage, würden Sie dann in so einer Koalition am Rauchverbot rütteln oder würden Sie sich an das halten, was jetzt ab 1. November wieder gilt? Also ich würde dann zumindest verhandeln, dass es doch Erleichterungen gibt, damit die Menschen nicht vor der Tür stehen, damit es einen Raum gibt, wo man dann doch rauchen kann. Ich habe für vieles Verständnis, aber dass man einmal Hopp und einmal Drop sagt und die Unternehmer nicht wissen, woran sie sind. Die haben investiert in Entlüftungsanlagen. Die haben investiert in getrennte Bereiche, Raucher, Nichtraucher. Und ich darf erinnern, dass der Präsident der Wirtschaftskammer gesagt hat, dass wenn dieses Rauchverbot aufgeschnitten wird, dann verlangt er, dass den Gastronomen die Investitionen rückerstattet werden. Es wurde das Gesetz wieder geändert. Wo bleiben die Unterstützungszahlungen und die Rückerstattung für die Unternehmer? Davon habe ich nichts mehr gehört. Gut, da werden schon Bedingungen für eine mögliche Neuauflage eben diktiert. Aber Herr Hofer, der Herr Sebastian Kurz, ÖVP-Chef, hat auch schon eine Bedingung genannt, nämlich er kann sich nicht vorstellen oder besser gesagt hält Herbert Kickl in einer Neuauflage dieser Koalition als Innenminister für nicht geeignet. Ist das für Sie akzeptabel? Muss Herbert Kickl Regierungsmitglied in einer Neuauflage sein? Frau Schnabel, ich stelle keine Bedingung. Ich habe nur gesagt, Sie haben eine Frage gestellt, was ich davon halte. Ich habe eine Antwort gegeben. Sie würden es auch sagen. Ich glaube, dass nach einer Wahl sich vernünftige Menschen zusammensetzen müssen und versuchen müssen, einen erfolgreichen Weg weiterzugehen. Und ich werde es niemandem ausrichten, was die eine Partei zu machen hat oder die andere Partei, sondern ich stehe zur Verfügung nach dieser Wahl für Gespräche, damit dieser Weg fortgesetzt werden kann. Und ich werde nichts tun, was diesen erfolgreichen Weg gefährdet. Ich werde versuchen, in guten Gesprächen Lösungen zu finden. Und ich hoffe, dass es gelingt. Ich sage nochmal, diese Regierung war sehr beliebt, hat gut gearbeitet und ich möchte gerne fortsetzen. Aber die Frage ist, was wollen Sie? Muss Herbert Kickl Regierungsmitglied sein? Er ist immerhin Nummer 2 auf Ihrer Bundesliste. Herr Schnabel, ich will diesen Weg fortsetzen. Das ist das wichtigste Ziel. Es ist doch den Menschen, glaube ich, vor allem wichtig zu wissen, welche Koalition gibt es nach der Wahl. Und da sind wir die einzige Partei, und das übrigens erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik, sagt eine Partei vor der Wahl, welche Koalition sie nach der Wahl anstrebt. Das hat es vorher noch nie in Österreich gegeben. Wir machen das, damit es Klarheit gibt. Und da wird es Gespräche geben nach der Wahl und ich hoffe, dass wir zu einer guten Lösung kommen. Dann kommen wir zum Abschluss. Da hat heute Bundespräsident Van der Bellen eingemahnt, die Parteien sollen sich bitte schon bald auf den nächsten EU-Kommissar und eine Kommissarin einigen. Die muss ja von der Bundesregierung nominiert werden. Jetzt ist die Frage, würden Sie zustimmen, dass der oder diejenige aus der ÖVP kommt? Immerhin haben die EU-Wahl haushoch gewonnen. Also ich glaube, es ist nicht so wichtig, aus welcher Partei ein Kommissar kommt, sondern ob ein Kommissar die nötige Erfahrung hat, das Wissen hat, die Fähigkeiten hat, in dem Bereich, der zugeordnet wird, auch erfolgreich tätig zu sein. Und das wird die Entscheidung sein, die wir zu treffen haben. Es gibt Gespräche zwischen den Parteien. Ich habe auch mit
der Frau Bundeskanzlerin darüber gesprochen. Es gibt eine sehr konkrete Idee, wer in Zukunft Kommissar in Österreich sein könnte. Und Sie werden, Sie werden bald erfahren, wer das sein könnte. Da muss ich aber noch einmal nachfragen. All das, was Sie jetzt angesprochen haben, würde auf Johannes Hahn zutreffen. Sollte er, wenn das Dossier passt, verlängert werden? Ich kann mir das vorstellen. Dann sage ich danke für das Gespräch nach Klagenfurt, Herr Hofer. Danke, alles Gute.